Zum Beispiel in Mathe. Manchmal bin ich mutig. Ich kann sehr viele Sachen machen, aber kann auch nicht alles. Zum Beispiel in Mathe. Ich fühle mich sehr mutig, wenn ich die Lösung lösen kann. Gymnastik. Ich war früher mal Gymnastik und es war sehr spaßig. Ich kann auch schon gut Fußball spielen und ich mag auch Fußball. Wenn sie sich verletzen oder wenn sie sich nicht schlecht fühlen, dann helfe ich denen. Dann spreche ich mit denen. Zum Beispiel, sie hat sich verletzt, dann werde ich ihr zuerst ein Pflaster bringen. Und ich werde ihr sagen, sei nicht traurig, es wird gar nichts passieren. Es hat geholfen. Sie ist dann wieder aufgestanden und hat mit mir wieder gespielt. Also der Person geht es besser, sie fühlt sich besser. Und ich fühle mich auch gut, wenn meine Freunde gut sind. Also wenn es denen gut geht. Ich tröste sie. Wenn es denen nicht gut geht, dann tröste ich sie und sage, die sollen sich ablenken und dann bleibe ich bei denen. Das hilft eigentlich mir und meinen Freunden sehr. Ich bin glücklich, wenn meine Familie gesund ist und wenn ich gesund bin. Normalerweise bin ich sehr oft glücklich. Aber ja, ich bin immer glücklich. Ich lenke mich einfach mit irgendeiner Sache ab. Ich schreibe mit meinen Freunden, ich telefoniere mit denen oder ich spiele Spiele. Das hilft sehr. Ich bin auch immer glücklich, wenn sie Zeit für mich haben.